Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Wir sind in unserem Baumhäuschen, in unserem schönen, feinen, müssen heute leider wieder fischen gehen und auch wieder ein Bäumchen schlachten, weil hier drüben brauchen wir Holz, wir brauchen Glas, wir brauchen Holz, hier wird ein wunderschöner Garten. Hoffe ich mal, dass ich das hinkriege. Mit Glas, Glasdach, vielleicht mache ich alles komplett aus Glas. Ich bin mir noch unschlüssig diesbezüglich. Aber ja, es soll auf jeden Fall toll, toll, toll werden. Den Boden möchte ich auf jeden Fall aus Holz lassen. Ich möchte auch hier diese Umrandung noch aus Stamm lassen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir die Wand zu 100% aus Glas fertigen werden. Wird vielleicht gar nicht mal so dämlich ausschauen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie angekündigt, es ist wieder soweit. Wir brauchen Holz und wir brauchen Fisch. Das heißt, wir hauen hier ab. So. Wir gehen hier runter. Ruck au. So, wieder mal alle Beine gebrochen. Da hinten ist ein Schlamm-Typi, ne? So ein Schleim-Heini. Dann würde ich sagen, wir klatschen vielleicht mal den Baum oder den da. Oder den hier, der ist ein bisschen mager. Ich würde sagen, den da. Den haben wir weg. So. Zack, zack, zack. Natürlich, Schere haben wir dabei. Die braucht man nämlich auch. Ist eh ganz klar. Für das Laub. Mit denen klappt es nämlich nicht. Ah, der geht auch noch. Wunderbar. Aber wir sind wieder mal zu klein. Das heißt, hüpf, 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 hüpf. Und wir sind im Darkroom. Ich hau einfach mal irgendwo weg. Jawohl, und schon ist Licht. Sehr gut. Das ist ein echt großer Baum. Ich müsste jetzt echt einmal ein paar Setzlinge wieder mal pflanzen tun. Aber nach Möglichkeit diesmal etwas schlauer als beim letzten Mal. So, schon haben wir Licht. So, schön weg damit. So, und die Schnippschnapp. Die Schere. So, schön her mit dem Laub. Hier sehen wir auch wieder die paar Holz-Dingens noch, die paar Stämmchen hier. Huch, was mache ich da? Meine Schere? Nein, die Schere ist weg. Scheiße. Okay, das lief nicht so gut. Ich dachte, die Schere geht länger. No, da war das doch etwas zu viel Laub. Entschuldigung. Aber das reicht schon mal fürs Erste. Wir gehen dann einfach zurück und bauen nochmal eine Schere. Tut mir sehr leid. Das habe ich wieder vermasselt. Da müssen wir auch wieder mal in eine Höhle, also in unsere Höhle, die noch ein bisschen weiter erforschen, weiter Eisen sammeln und suchen, weil das geht uns auch schon langsam aus. Jo. So, schön weg damit. Sehr, sehr gut. So, da kommt auch gleich Licht in den Wald. Huch. So, ist fein. Den habe ich übersehen, Entschuldigung. So. Sehr, sehr gut. Ja, die Axt ist kaputt, macht nichts. Wir haben noch eine neue. Ui, schau, was da liegt. Ein Grabestein. Den habe ich auch vergessen wegzuhauen. Schlau, 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 schlau. Passt. Jetzt ist schöner. So. Wir könnten ja auch mal, wenn es passt, ne? Huch. Könnten wir mal, wenn das Gebiet wirklich passt, vielleicht wenn wir mal ein Dorf oder so finden, können wir auch mal uns an einen Friedhof wagen, sowas zu bauen. So, da ist auch noch was drin im Wasser. So, darüber. Alles voll mit Schlamm.
Schlamm, Schlamm, Schlamm. So, da ist auch noch was. Passt. Baum Nummer 1 haben wir. Ich muss nochmal zurück. Es tut mir sehr leid. Ich bin einfach nur ein Schussel. Aber bitte, ihr kennt mich ja. Dafür werden wir da hinten jetzt da ein paar Bäumchen weghauen. Als nächstes. Und das leckt schon wieder wie wahnsinnig. Wahnsinnig. Wahnsinniges Lecken. Wahnsinniges Lecken. Wahnsinniges Lecken. Dafür scheint die Sonne schön auf unseren Rücken. Ich will hier hoch, bitte. Danke. Da, 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 da. So. Bist du fertig? Ja. Essen? Ja, essen wäre auch gut. Essen wäre famos. Huch. Nein, das wollte ich jetzt nicht essen. Passt. Ich wollte das hier. Achso, ich habe 4. Hoppala. So. Eine Schere für mich und eine Schere für dich. So. Was mache ich mit diesen Setzlingen? Wahnsinn. Wahnsinn. Mehr kann man da schon bald nicht mehr sagen. So eine Bildsuppe wäre wieder mal was Gutes. Die können wir dann auch beim nächsten Mal und so. So, haben wir da? Ja, haben wir das? Das haben wir da. Das kommt wieder hier rein. Ich brauche mehr Matsch. Bitte die nächste Partie Matsch. Die können wir reinhauen hier. Siehst du, und hier sind die fertigen Lehmziegelchen. Was habe ich da gemacht? Entschuldigung. So. Die fertigen Lehmziegel sind dann hier und mit denen werden wir dann den Weg schön ausbauen zu unserem Angelplatz. Das wird dann viel hübscher. Ein paar Treppen haben wir ja auch schon von diesem Lehmdingens. Was bist denn du? Ah, das ist so ein Dreck, ne? So Erdendreck. Erde mit Dreck, das bauen wir hier hin. So viel Holz brauche ich, glaube ich, nicht. Das kann ich mal hier reinstopfen. Auch das tue ich mal hier rein, sicherheitshalber. So, da. Das Laubbaum platzieren wir dahin. So, die Schere mache ich dahin. So, dann haben wir schon mal gar nicht so schlecht Platz. Gut. Eine Axt wäre nicht schlecht, die zu bauen. Dann brauche ich leider doch wieder hier ein bisschen was. So. Machen wir doch gleich Stäbchen draus. Stäbchen habe ich ja. Genug. Da schau. Brauche ich gar nicht. Entschuldigung, war mein Fehler. Wieder einmal. So, also Holz zu Holz. Holz zu Holz. Stäbchen haben wir genug. Hier sind sie schon. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Äxte. Schaufel haben wir auch noch. Spitzhacken haben wir auch noch. Das passt. Gut. Es ist schon wieder Nacht. Puh. Es nachtet schön. Ra, ra, ra. So, was mache ich da? Bitte fragt mich nicht. Ich habe selber keine Ahnung. So, Axt Nummer 1. Komm. Und die zweite. So, ist fein. Perfekt. Habe ich jetzt hier Matsch nachgelegt? Natürlich nicht, weil ich schlau bin. Ach Gottchen. Komm her, Matsch. Boah, da haben wir bald keinen Matsch mehr. Ich hätte nie gedacht, dass wir den Matsch aufbrauchen können. Aber es gibt ja noch genug Matsch für uns. Mehr als genug. Gut. Gegessen haben wir. Wir können theoretisch ein bisschen weiter bauen. Okay, die wächst noch. Halt. Bist du schon wieder fertig? Ja. Die ist schon wieder fertig. Was konnte man noch schnell aus Baumwolle machen? Ich hab's total vergessen. Pff. Ich ernte einfach mal. Bis wir genug haben. Hm, wo ist er hin? Ah, ich habe nicht aufgehoben, ne? Da schwirrt er noch rum. So, ist gut. Boah, ich freue mich, den Garten umzusetzen. Echt, auf das freue ich mich wirklich schon sehr. Aber bis dahin, wenn wir das dann wirklich machen, diesen Schritt, falsche Truhe, wenn wir diesen Schritt wirklich wagen, muss ich vorher genug Fische haben, dass wir die Zeit, bis die Früchtchen wieder fertig sind, dass wir die gut überstehen. Das wäre sicher nicht verkehrt. Dab, dab, dab. Das ist schon fast zu dunkel, ne? Weißt was?
Da wir hier eh schon ein bisschen Boden haben. Gute Nacht, ihr Lieben. Das war ein gutes Schläfchen. So, kaputt hauen das Bettchen und einsammeln. Super. Sehr fein, das klappt echt gut. Gut, ich möchte... Sollen wir weiter... Es wäre gut, noch einen Baum zu schlachten. Den da unten vielleicht. Ich nehme mal das Laub weg. Alter, Moment. Es leckt schon wieder. Es ist ja furchtbar. So. Geht's jetzt besser? Ich habe wirklich nicht mehr als wie zwischen 2 und 11 FPS mittlerweile. Also, das, wobei ich mit 11 schon sehr zufrieden bin. Da leckt schon fast gar nicht mehr. Die Betonung liegt da fast. So. Schon weg damit. Weil das ist mir auch gar nicht mal so... Hey, Schwammerl. Schau mal da. Wie so Wachsen auf dem Baum schwimmen. Also im Laub. Schwamm. Pilz. Warum? Weil sie es können, Zocki. Ah. Das erklärt so einiges. So, schön weg mit dem Laub. Blub. So, jetzt wird es langsam dicht. So. Das eine Scherli ist schon mal kaputt. War da... Au! Ja, ich habe gewusst, dass das passieren muss. So. Sehr, sehr gut. Dann sammeln wir mal ein. Hier können wir auch... Schön sammeln. Da haben wir jetzt dann mehr als genug Laub. Da brauchen wir jetzt derweil keine Scheren mehr opfern für das. Eine Schere werde ich trotzdem nochmal bauen, wegen den Schäfchen. Wolle, glaube ich, können wir immer brauchen. Wow, um Gottes Willen. Au, au, au. Ich komme mir gerade vor wie bei Outlast. Oh, der Fuß. Haha, der Fuß. Ja. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, und ihr seid über 18, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich habe nämlich Outlast Let's Played und beim DLC, bei Whistleblower, hat sich der Held, wie soll man sagen, ja, den Fuß ganz schön böse Aua gemacht. Getan, getut und ja. Das war kein so toller Moment. So, das machen wir auch alles weg. Den einen lasse ich mal. Vielleicht habe ich ja das Glück und die Schwammerl produzieren sich weiter, aber ich fürchte, nachdem ich die jetzt hier so hell mache, werden die Pilze nicht mehr wachsen, fürchte ich. Da wäre echt cool, so eine Höhle zu machen. So. Nanu? Apfel? Jawohl. Sind die Taschen schon voll? Aber jetzt nicht dein Ernst. Die Taschen sind echt voll. Ich hau mal die Schaufel weg. Die ist eh schon ziemlich ramponiert. Sind die Taschen voll? Also das war jetzt echt sehr viel Laub. Boah. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt... Achso, ich hätte das Gras weghauen können. Wir brauchten Gras. Niemand! Schaufel, bist du noch da? Ja, da hat's blub gemacht. Keine kaputte Schaufel. Aber dafür Ranken. Nur nehmen wir auch. Ranken nehmen wir auch, ist okay. So, dann noch schnell das Holz wegschlägern. Bevor es finster wird. Dann kommen wieder die fiesen Monster. Und wollen uns verletzen. Ja, fressen wollte ich sagen, genau. So, schön weg.
Da, 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 ba, ba. Bin voll schweigsam, Entschuldigung, voll konzentriert am Zusammenschlagen der Stämme hier und ich bin schon wieder voll. Jetzt habe ich die kaputte Schaufel. Was können wir noch weghauen? Ich nehme da mal die Ranken, die schmeiße ich da mal weg. Weil wir haben eh schon noch, also wir haben noch ein paar im Lager und so viele Ranken brauchen wir eigentlich nicht wirklich. So, haben wir alles? Ich hoffe. Weil, dann gehen wir doch wieder nach Hause. Da hinten ist auch ein Grabstein. Oh. Den muss ich dann auch mal bei passender Gelegenheit holen. Also, ja. Ausleeren und wegtun. So. Also Haus. Langsam, Vorsicht. So. So. Ja, natürlich ist wieder ein Schleim hier, ne, irgendwo. So. Wie schaut man essenstechnisch aus? Ich werde ein paar Äpfel mal verschlingen. Jam, 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 jam. Gleich weg mit allen Äpfeln. Ja, alle weg. So, dann werden wir auch gleich. Ich trage mal die Beute nach Hause. Huch. Ja, natürlich. Wir haben jetzt gerade 4 FPS. Würdest du bitte. Würdest du bitte. Bevor der Schleim noch hochkommt. Danke. Ach ja. So. Jetzt wird es gleich besser werden, hoffe ich. Ansonsten, weißt du was, ich lade wieder mal. So. So. Und so. Schön ernten. Schön ernten. Ja, der kann unten hüpfen, wie er lustig ist. Der kann uns eh nichts anhaben momentan. So, essenstechnisch. Ach ja, ich habe noch so ein Gelee. Da schau mal einen an. Das werden wir gleich verknuspern. Jam, jam. Und dann werden wir sortieren. Sortierten. Mit Ranken. Ja, das ganze Laub. Die Setzlinge wieder, 20.000 Setzlinge. Das liebe Laub. Ich werde vielleicht mal die Schaufel und das wegpacken. Was haben wir da? Holz hätte ich noch, genau. Das kann ich auch mal derweil wegtun. Ich würde sagen, die Leiter und Dingens tun wir auch noch schnell weg. Und das Glas vielleicht auch. So, dann haben wir genügend Platz für die Fischis. Sauhaufen. Also da schaut es aus. Es tut mir sehr leid. Ah, so. Jetzt ist es einigermaßen besser. So, schnell was essen. Einen behalte ich mir. Ja, den behalte ich gleich da. Gut, dann laufen wir noch ganz schnell zum Strand. Ich werde noch schnell ein bisschen fischeln. Fischeln. Fischeln, verstehst? Ich werde noch schnell ein bisschen fischen. Und ja, den Zucker da drüben einsammeln, den tun wir auch. Und dann werden wir den nächsten Part mit frisch gefangenem Fisch beginnen, beziehungsweise wieder braten. Gebraten schon sein, so wollte ich sagen. So, frisch gebratenem Fisch, dann so. So, blub, 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 blub. Oh, Schleim. Was habe ich da jetzt? Okay, irgendwas kaputt gehauen, aus Versehen. Na gut. So, schön. 9 Stück Zucker. Boah, das ist nicht schlecht. Also Zuckerpflanze halt, ne? Woraus wir dann Zucker machen können. Stimmt. Das war ein Creeper. Das muss ich auch nochmal ausbessern. Den habe ich zu spät verdroschen, weil es auch geleckt hat. Und die nehmen wir auch mit. Dann haben wir insgesamt schon 10 Zucker. Jawohl, super. Ich habe wieder keinen Köder, merke ich gerade. Macht ja nichts. Fischen wir mal los. So. Ich werde dann wieder insgesamt 10 Fische versuchen zu fangen. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr von Monstern überrascht werde und sterben tue. Und dann werden wir den nächsten Part, so wie gehabt beim letzten Mal, einfach im Baumhaus beginnen, wo schon die Fischchen gebraten sind. Oder ich brate sie zusammen mit. Nein! Zusammen mit euch. Der Fisch ist weg. Das werden wir dann sehen. Ja. Ach, Mist. Ich habe den Fisch verpasst. Zu früh rausgezogen, den Dings davon.
Zu spät? Ich kann nicht mehr fischen. Wir werden sterben. Ich kann nicht mehr fischen. Nein. Da, 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 da. Na gut, schauen wir, ob der eine Fisch noch geht und dann beenden wir den Part. Na los, komm. Horuk. Beiß an. Es wird dunkel. Hallo. Hallo. Jawohl, passt den ersten Hammer. Prima. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.